Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir werden sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Es ist einfach zu dunkel zum Spielen. Trink was! Idiot. Bringt das Viech um. Er hat natürlich wie immer keine Ausdauer. Er ist ein Ausdauerarmutstypi. Mann! Trinken ist auch nicht seine Stärke. Felsen sind auch nicht unsere Stärke. Du könntest auch ein anderes anvisieren. Idiot! Und diese Kaya ist halt auch fürchterlich. Fürchterlich. Bitte bringt den Kerl jetzt endlich um. Danke. So, ein Bühler. Wow. Was, der Bühler ist auch erledigt. Zum Saufen habe ich wie immer nichts. Das ist eh ganz klar. Wann sollte ich denn was zum Saufen haben? Trinken, trinken. Trank, Trank. Großer Heiltrank. Wow. Alter, stirb, Schleim, Kack, den Viech. So, ist jetzt Ruhe? Boah, ist du deppert. Hoffen wir, dass die Kaya überlebt, hä? Ich fürchte Schlimmes. Boah, das war jetzt wieder heftig. Das war wieder mega heftig. Den haben wir schon gelootet. Den haben wir auch. Das haben wir auch. Eisenerz. Ja, da vorne steht sie, Gott sei Dank. Kann man mal speichern. Alter Schwede. So. Ja, heftig. Puh. So. Und dann sammeln wir die Sachen auf. So, guter Becher, unbrauchbare Verbandstasche, Brause, Kiste, alles haben wir da. Sehr gut. Zu einfach. Ja, in dem Fall schon. Guter Becher, guter Teller, nehmen wir alles mit. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte die Brause aufheben. Anleitung für dauerhafter Heiltrank. Aha, eine Karte, okay. Kleiner Energiespeicher und wir werden einmal schlafen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Das nutzen wir jetzt aus, dann sind wir gleich wieder gesund. Sehr gut. Metallschrott. Und kleiner weißer Stein. Elektroschrott. Schwefel. Haben wir hier ein bisschen Elixit. Ja. Da auch, Elex, haben wir auch, super. Es ist kalt. Oh, ja. Bitter kalt. Mhm. Mehr als sonst in dieser Gegend. Wir sind hier genau richtig. Irgendwo unter uns ist eine große Elex-Ader. Gib mir nur einen Moment. Ich versuche mich zu beeilen. Kein Stress, Süße. Wir gehen dabei eh looten. Da war was. Elexit. Mehr Elixit, noch mehr Elex. Das ist immer so cool, wenn sie das macht, ne? La la la. Elixit, Elex. Noch mehr Elex. Dann haben wir hier eine Blümchen. Noch mehr Elixit. Noch mehr, oder? Nein, doch nicht. Mutantenkraut, oder? Das da. Na, Trollkraut. Das glänzt so schön, das Eis, ne? Wir sollten zu unserer Guten zurückgehen. Okay, ich bin soweit. Ja, das freut mich. Es war nicht so leicht. Mhm. Es gibt viele Störquellen in diesem Land. Aha. Aber ich denke, ich habe alles erfahren, was die Stelle hierher gibt. Was hast du herausgefunden?
Ich weiß jetzt, warum das reine Elex die Lebewesen emotionslos macht. Es hat etwas mit der Gleichschaltung der Signaturen des raffinierten Elex zu tun. Es dient keinem höheren Zweck. Es ist einfach ein Ergebnis der Ordnung der Elemente, aus denen ein Elex besteht. Aha. Gleichschaltung der Emotionen also. Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Wenn der Elex-Nebenwirkungen, das einmal als allererstes... Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Bitte schön, pures Mana. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Gerne. Sie verehrt uns. Ach, wie schön. Gleichschaltung der Emotionen also. Gleichschaltung der Emotionen also. Ja, richtig. Es ist wie beim Magnetismus. Es gibt ein natürliches Gleichgewicht zwischen synthetisch und emotional, also rein rationalen Gedanken und dem völligen Gefühlschaos. Ähnlich wie man einfaches Eisen magnetisieren kann, lässt sich auch der menschliche Geist fokussieren. Das reine, geordnete Elex verursacht eine gewaltsame Gleichschaltung der Emotionen im Körper des Konsumenten. Jemand, der diesem geistigen Druck nicht standhält, wird zum Mutanten. Ganz einfach. Alles klar. Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Kennst du noch ein Elex-Vorkommen dieser Art? Ich bin mir noch nicht sicher. Lass mich noch ein paar Tage darüber sinnieren. Ich melde mich bei dir, wenn ich soweit bin. Nicht gut. Sehr gern. Gar nicht gut. Was denn? Wie geht's dir? Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Das freut mich. Gut. Quest erledigt. Sehr gut. Natürlich speicherungswürdig. Keine Frage. So und so. Und dann schauen wir uns gleich die nächste Quest an, beziehungsweise ich brauche Geld. Denn die nächsten Quests werden sicher nicht mehr so lustig, da braucht man schon ein bisschen Schutz, würde ich sagen. Haben wir hier zufällig irgendwas? Entsendungsbefehl. Befehl an eine Gruppe Kleriker zur Wartung der Galanschreine. Und heilige Schreine, unsere Brüder und Schwestern arbeiten hart und ihr müsst sie unterstützen. Viele von Kalans Schreinen sind immer wieder beschädigt. Sie dienen dazu, Kraft im Gebet zu finden, dafür müssen sie aber im besten Zustand sein. Eure Aufgabe ist es, alle Schreine zu begutachten und wenn nötig instand zu setzen. Kalan möge über euch wachen. Ah ja, aber eine Quest gibt es dazu wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir vorstellen. Da. Na. Okay. Dann würde ich sagen, wir porten uns mal wieder zu den Perserkern. Hoppala, das wollte ich so eigentlich überhaupt nicht. Weil ich möchte gern, ich brauche Geld. Ich brauche Elixit. Wir brauchen eine bessere Rüstung. Ja. Eine bessere Waffe wäre auch nicht schlecht. Dazu müsste ich jetzt allerdings mal kurz schauen. Einfach hier. Wie viel Konstitution wir denn noch brauchen für Stufe 3? Wenn wir die Stufe 3 haben wollen... Aha, 70 Stärke haben wir schon. 53 Konstitution brauchen wir noch. Das bedeutet, ich kann problemlos das mal lernen. Ne? So. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Ja, ja. Also Konstitution, alles was mal geht. Weil das nächste Level up ist nicht mehr weit. Übernehmen. Passt. Das heißt, wir müssen was verkaufen. Zeig mir, was man herstellt. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe die. Das wissen wir schon. Ich möchte gern verkaufen. Und zwar... Eisenstange. Das braucht man alles nicht. Die Bögen sind bei mir eigentlich eh ziemlich unnütz, würde ich mal sagen. Setzerbogen. Kriegsbogen. Den Geist, die Geistersehne. Können wir anziehen. Na, da wollte ich nicht verkaufen. So. Das wäre ja ein Bogen. Wir können ihn führen. Voraussetzung. Wir können ihn führen.
Mehr Damage würde schon machen, oder? Was steht hier noch dabei? Man sagt, dieser Bogen sei aus dem Holz des ältesten Baumes Magallans gefertigt. Nicht nur seine Verarbeitung ist unübertroffen, sondern auch seine Kraft. Schaden 72. Ja, der geht. Dann würde ich sagen, den Setzerbogen und den Kriegerbogen haben wir weg. Weil wir haben die Geistersehne, die dürfen wir führen. Und dann müsste das schon passen. Das will ich nicht hergeben, das Plasma-Gwerdel, ehrlich gesagt, können wir führen. Schwere Armbrust. Macht halt nicht so viel Schaden wie unsere Geistersehne dann, ne? Dann würde ich sagen, die Jägerhose können wir hergeben. Ring des Berserkers gehen wir nicht her. Haben wir irgendwo was doppelt? Nein. Das ist immer noch zu wenig Geld, glaube ich. Es ist echt übel. Haben wir Trophäen, die wir hergeben könnten? Vielleicht. Ein paar zumindest. Hirnkleber. Das Handwerk braucht man dafür. Handwerk plus 5 gibt uns das. Also ein Steam. Aha, okay. Hirnkleber. Wer kommt bitte auf sowas? Unglaublich. Kralle haben wir recht viel. Da können wir wieder ein bisschen was verkaufen. Auch bei den Zähnchen haben wir recht viel. Auch Knochen haben wir viel. Ja. Die Erze, keine Ahnung. Schmied gut gebrauchen. Also die braucht einen Schmied. Rezeptmäßig, Nachrichten, irgendwas doppelt und dreifach. Guter Becher kann man zweimal hergeben. Guter Teller. Krug kann man hergeben. Guter Löffel. Goldener Kelch. Geldbündel, alte Münze, sanftes Klopapier, Spielzeug, Dino, Spielzeug, Auto, Klopapier, was hat man noch Schönes? Sprenggranaten, Plasmazellen, Energiezellen, das ist alles nichts wert. Aber ich möchte gern trotzdem mal schauen. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich glaube, 19.000 hat sie gekostet. Ne? Die Erzberserker-Brust. Der Helm wäre leistbar. 19.000, ja. Aber da fällt mir auch ein Konstitutionspunkt. Genau, ich kann sie noch gar nicht anziehen. Ja. Blöd gelaufen. Wir könnten nur maximal den Helm nehmen. Ja. Später vielleicht dann. Okay. Das zu dem. Ich bin jetzt keinen Meter besser geworden. Diese Zahnaxt herstellen könnte man sie. Wäre aber sehr teuer. 4.500. Plus 17 Schaden wäre mehr. Das ist halt schon. Diese Geistersehne hier. Waffe steigern geht nicht, aber wir können einen Sockel einbauen. Bonusschaden mehr. Gesundheit. Residenz. Erfahrung. Bonuserfahrung. Monster plus 1. Das wäre gut. Das will ich haben. Die Waffe an sich können wir nicht steigern. Macht auch nichts. Ist nicht so schlimm. Okay. Gut. Ja. Ich traue mich auch nicht, so Ringe und so weiter wegzuschmeißen. Weil ich schlicht und ergreifend Sorge habe, dass wir das brauchen können. Vielleicht ist was Unnützes dabei.
Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Wir brauchen 2000. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja. Wir brauchen 2000 Dinger. Elixit. Dienstleister, Praktika plus 1. Amulett des Multitalents. Des Wilderers. Geschicklichkeit. Plus 5, plus 2 Überleben. Amulett des Schutzes. Was tragen wir? Wir haben hier des Abenteurers? Echt? Ring des Berserkers, Ring der Härte. Maximale Gesundheit und maximale Ausdauer. Da hatte ich doch ein besseres Ding, oder? Amulett. Stärke, Geschicklichkeit plus 5. Kampf plus 2. Geschicklichkeit, Überleben, maximale Gesundheit und Rüstung. Amulett des Schutzes. Na. Das ist echt scheißlich. Geschicklichkeit mehr. Maximale Ausdauer, Ring des Widerstands. Erhöht die Lebenskraft und die Ausdauer. Ich glaube, den können wir wegtun. Giftresistenz. Feuerresistenz. Ring des Outlaw tun wir weg. Praktika, brauchen wir das überhaupt? Hauen wir auch weg, Dienstleister, weg damit, fertig aus. Abenteurer lasse ich noch. Tierfreund und Überleben tue ich auch weg. Geschicklichkeit und Überleben durch. Auch weg. Maximale Energie, das lasse ich vielleicht noch. Dann wird nicht mehr viel fehlen. Haben wir hier noch irgendwas, was ich loswerden könnte? Zu gut für gutes Geld. Objektsicht. Würde ich sagen, weg damit. Dann hätten wir es schon. Und dafür möchten wir haben. Als hilfreich. Sie kann sie halt nicht führen. Plus 10 Rüstung kriegen wir nur dazu, ne? Wenn ich mir derweil den Erzberserker-Helm nehme, kriegen wir gleich plus 8 Rüstung dazu. Ist das, glaube ich, taktisch klüger. So. Akzeptieren. Dann setzen wir uns gleich den Helm auf. Dann haben wir ja fast sowas. Dann haben wir es ja fast so sicher wie. Das schaut lustig aus. Goldener Helm und der Rest passt ja nicht zusammen. Ich wollte nur sagen, dann passt das ja schon ein bisschen. Hoffe ich. Jo. Es ist irgendwie doof, dass ich da nicht irgendwelche Tränke machen kann, die Werte verbessern. Elixier der Heilung. Können wir eins machen? Kronstöckel. Echt, den gibt es wirklich nach wie vor? Cool. Elixier der Heilung kann denn was? Erhöht dauerhaft deine Lebensenergie. Da haben wir sie schon. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Schade, dass es solche Tränke nicht gibt. Natürlich gibt es sie. So. Dann, was hätten wir noch Schönes? Großer Heiltrank. Geht da irgendwas? Nur einer. Heiltrank an sich.
8, ja, nehmen wir gern. Mächtiger Heiltrank. 3 Varianten gibt's? Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Okay. 2 große, entweder mit Wein und mächtiges Heilkraut oder Schnaps. Mächtige Heilpflanze. Aha. Okay. Großer Heiltrank. Passt jetzt noch. Oh doch, 4 Stück. Nehmen wir gern. Kleiner Heiltrank. Können wir auch nur 2 machen. Dafür wahrscheinlich einen Heil, also einen normalen Heiltrank. Genau. Und der Mächtige geht sich nicht mehr aus. Wahrscheinlich doch 2-mal. Und dafür der Große. Da fehlt noch was. Nichts mehr, okay. Okay. Können wir dann noch. Hier habe ich noch keinen Goldschmied-Skill, ne? Ja. Und steinmäßig braucht man wahrscheinlich auch einen Schmied, oder? Gelber Stein, roter Stein, Bonusschaden. Mhm. Und der weiße Bonusschaden, Gefährte. Okay. Dann hoffe ich, dass es so passt. Technik wird hier nicht gerne gesehen. Doch, wird sie. Kein Stress. Maximal Gesundheit plus 20. Können wir eigentlich gleich wegsaufen, oder? Glück. So passt. Weggesoffen. Dann den mächtigen Heiltrank. Den positionieren wir natürlich gleich. So, auf dem 6. Platz. Ja. Wir werden so derbe verrecken. Befürchte ich. Ich werde natürlich speichern. So. Und dann werde ich den Part beenden. Ich muss es ein bisschen kürzer halten. Ich darf da nicht so. Ich darf da nicht so lange machen, weil ich krieg nichts zusammen dann. Und ich muss ja vorproduzieren. So. Aber zu was Wichtigerem. Welche Quest versuchen wir denn? Sollen wir nochmal das böse Mädchen? Glaube ich nicht, dass das was bringt. Neue Erkenntnisse. Haben wir da noch irgendwas? Kaya. Wie geht's dir? Na, da geht noch nichts mit neuen Erkenntnissen. Sie hat gesagt, sie braucht jetzt ein paar Tage. Dann eben eine Hauptmission. Alte Pflichten. Da geht ja nur mehr sowas, ne? Krieg der Maschine. Bleibt uns eigentlich nur der Konverter übrig. Die Konverter. Die 3. Hilft dir gar nichts anders. Dann porten wir es mal zum Schneepass. Schweren Herzens. Und dann versuchen wir halt unser Glück, ne? Da haben wir schon eine Kreatur. Die wir umhauen könnten. Ein Rotmolch. Dann wäre hier drüben wär einer, ne? Karte. Also 1, 2, 3. Ich würde jetzt mal mit dem da beginnen wollen. Der ist da oben. Oh, gruselig. Ja, sehr gruselig. Auf alle Fälle. Da hast du recht. Den Eisvogel davon machen wir noch platt. Und dann, ja. Schauen wir mal. Eisschnabel, ich sag Eisvogel, bin ich. Auch so ein Vogel. So. Passt. Viel bräuchten wir gar nicht mehr zum Level Up, ne? So. Die machen wir alle schön kaputt. Die machen wir alle schön kaputt, wollte ich gerade sagen. Oh, Ruck. Ja, wo ist er denn? Ja, wo knurrt er denn? Achtung! Zack, 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 zack.
Der ist erledigt. Zack, 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 zack. Der ist auch erledigt. Passt. So, Schneeklaue. Hoppala, entschuldige. Entschuldigung. So. Schneeklaue Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. So. Passt. Boah, das wird so hart. Na gut, ihr Lieben. Ich hoffe, dass wir hier gut vorankommen in Zukunft. Boah, ist doch gescheit. Es ist halt wirklich, es ist schon ein bisschen mühselig, wenn man so schlecht spielt wie ich. Aber wir werden das Kind schon schaffen. Oder auch nicht. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!